Okay, erstmal alle tot hier. Der Agent lebt auch noch. Kurz raus. Und nochmal rein geht leider nicht. Ah, zurück. Diese ullen Fähigkeiten, die einen wahllos durch die Gegend springen lassen. Zurück und wieder ran. Er trifft uns auch ziemlich selten. Schwert und Dolch sind gegen so einzelne... Personen. Mit langsamen Angriffen. Anscheinend recht gut. So. Der Kerl eigentlich hier lang. Töten wir die hier. Mal kurz zurück und wieder. Ah! Herrgott nochmal. Dass wir auch so einen halben Kilometer nach hinten fliegen. Die Wachsamen haben sich wahrscheinlich schon durchgekämpft und machen gerade Kaffeepause. Okay. Ich ignoriere jetzt mal diese ganzen Sprungfähigkeiten. Gibt einfach die Umgebung nicht her. Endlich. Fix mehr Leute wiederbeleben. Kanonenfutter können wir hier immer gebrauchen. Und unser Schiff wird erobert. Oh. Zott, wo bist du? Renn mir nicht davon. Und da der nächste. Was ist da denn jetzt gerade lang geflogen? Irgendwas ist hier lang geflogen. Entzieht Leben, wandelt zu schnell, verursacht Angriff. Ach du Scheiße. Okay, noch können wir auf und rausschlagen. Nach hinten ist ein bisschen Spiel. Fähigkeit, dann hinter den Feind zu kommen, ist sehr praktisch. Ah, wir springen mal wieder davor. Schwert und Dolch sieht sehr unüberschaubar aus. Wer uns aber mal verstanden hat, gar nicht mal so schwer. Ausweichrolle um den Feind. Ja. Ich muss sie umkehren, die Verstärkung nachjustieren und den Kondensator anschließen. Haltet sie mir vom Leib. Jo, wird gemacht, wird gemacht. Das war's, das machen wir mal ganz schnell. So. Jetzt können wir in Ruhe um die Leute drumherum wirbeln. Wer hat bloß nein, den nicht nachher. Schaltkreis dieses Turms verbrochen. Die Abtei? Gut. Nur noch ein paar Sekunden. Hat jemand Kaugummi dabei? Muss was flicken.
Etwas Klebeband. Heißt im wahren Leben MacGyver. Und wieder rein. Gehst zurück und wieder vorspringen, gefällt mir eigentlich. Lasst mich noch was anderes versuchen. Stehe ich gerade, sollte gehen. Aha, auf. Achtung, festhalten! Ein rekonstruierter Konfigurator, ahoi! Na, hat auch geklappt. Sind das Messer? Ganz ehrlich, das Hauptproblem sind auch die gegnerischen Schiffe. Wie wollen wir die eigentlich umnieten? Das Ordentliche ist fertig. Mit nichts als Draht und Kaugummi. Gut gemacht, Sot. Festungstor. Ach komm, die sind schon wieder tot. Ja, dann. Das Tor eure Schuld. Und Fero kümmert sich drinnen um den Tor. Gut. Zu ihm. Dachte ich mir, Belangungsmaschinen übernehmen, um dann die Schiffe zu zerstören. Gut gemacht. Wir haben die Docks gesichert. Was ist mit dem Innenhof, Marschall? Das große Drachending erwischt uns, sobald wir reinstürmen. Wir müssen die Zinnen zurückerobern und die Belagerungswaffen aufstellen. Dann haben wir beim Räumen des Innenhofs Deckung aus der Luft. Da kann ich helfen. Abtei-Alchemisten haben spezielle Munition zur Schwächung solcher Champions geschaffen. Wir können das Monster zu Boden zwingen. Sobald es runterkommt, machen wir es tot. Vertraut auf den Stahl der Wachsamen. Na gut, gleitet zu hören. Er geht hier lang. Bist du sicher, dass du hier lang möchtest? Anscheinend. Irgendwas fügt mir dann doch ein bisschen Schaden zu. Wahrscheinlich ja, der hier. Platz nach hinten? Nicht wirklich. Aber es ist eine brauchbare Fähigkeit, um zu Teil einfach wegzukommen. Nein! Okay, ich wurde zurückteleportiert. Warum auch immer. Du Angeber mit deinem. Ich hab den größten Schwert. Ich werde die Sache von hier aus koordinieren. Aha. Geht mit Winnet und erobert die Belagerungspunkte zurück. Solchen Ringer muss vernichtet werden. Okay, dafür setze ich dann doch erstmal meinen Bogen ein. Hier auszudünnen, bevor ich dann da reinrenne. Und du koordinierst da. Mhm. Faule Socke bist du einfach. Na, jetzt fühlst du dich als Chef. Aber fühl dich als Anführer nur sicher. Irgendwann übernehme ich deinen Job. Hoch mit euch! Keine Zeit für Nickerchen! Ohne euch! Der Tod nicht. Wer
Sphäre wiederbeleben. Die da hinten dürfen kämpfen. Zwei Löwengardisten, die da aushalten. Maschinen startklar. Waffe bereit. Es kann losgehen. Was für Maschinen? Ah! Hallo! Ich würde gerne... Okay, jetzt sitze ich anscheinend dran. Ich stecke im... Ah! Das ist doch ein schlechter Scherz! Das Wissen stößt an die Grenzen der Erfahrung. Interagieren. Gut und schön. Nach hinten kann ich nicht. Vorne. Gibt's hier irgendwie einen Teleportationspunkt? Ja, nix da. Das ist doch scheiße. Okay, irgendwie noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Verdammten Schweben, Flucht. Das kann vielleicht was bringen. Dem, was ich dann für Möglichkeiten habe. Zellen, Heilquelle, Brüllen des Feindes. Ja. Kann ich mich irgendwo mit... Sonst muss nicht das Ganze neu gestartet werden. Aber auch hier bewege ich mich nicht wirklich drin. Ich stecke hier zwischen den Rädern fest. Ja, Gott nochmal. Irgendwie bücken. Ah! Ja, nee. Was sieht da noch aus? Dass das hier neu gestartet werden muss. Ach, was für ein Scheiß. Oh. Notiz an mich. Ja, diesen Fail. Ist doch sowas sehr Beschreibendes. Und falls tatsächlich jemand das noch nicht gemacht hat, weiß er. Dann danach... Achtung, Abstand zu diesen blöden... Belagerungsmaschinen. Auf ein neues... Ferro ist mal wieder nicht zu sehen. Kaum zu glauben, dass es die gleiche Insel ist. Die Schönheit stirbt zuerst. Romantik ist Zeitverschwendung. Konzentrieren Sie sich auf die Jagd. Seltsam. Das tue ich. Ah, unsere Kompanie ist komplett. Jetzt kann die Einsatzbesprechung beginnen. Das überspringen wir jetzt mal. Haben wir nicht schon alles gehört? Agent Sott schafft das Abteigerät hoch zum Signalturm und setzt es in Betrieb. Die Barrikade muss fallen. Ist es das, was ich denke? Wie haben Sie die Winkel verdichtet? Oh, start es nicht an, stöpselt es ein. Ich bin unterwegs, Präzeptor. Da kommen sie angelaufen.
Na komm schon, macht's doch tot. Das war knapp. Hallo Don. Okay, hier kommt Kleiner. Jetzt gibt's auf die Nüsse. Nein, hier springe ich nicht zurück. Oh. Hinterherlaufen, das gibt's auch wohl gar nicht. Okay, weiter. Lassen wir das jetzt Ganze mal ein bisschen schneller vonstatten gehen. Ah! Oder auch nicht. Dabei habe ich noch nach hinten geschaut. Herrje. Das war's soweit. Zerstört dieses Knochentor, oder das war's mit diesem Angriff. In welche Richtung stehe ich? Nee, das ist blöd. Ja, den hier unten wird geholfen. Hier unten treffe ich doch nichts. Ich würde gerne mal diese Geschütze benutzen. Ich frage mich, was das für Rauchbomben, was es eigentlich darstellen soll. So, blind bist du mir viel lieber. Geht's, das machen wir jetzt alles im Akkord. Hergekommen. Raupe und Obermotz will sich auch dabei stellen. Oh, gleich fix mein Elite mal wieder wechseln. Um den Gegner rum könnte jetzt eine schlechte Idee sein. Springt man dann bestimmt runter auf die andere Seite. Ich weiß nicht, wer von euch, vielleicht der Gerüchteagent, das Blenden erledigt, aber ich finde das super. So, da haben wir die Ranken wieder. Hier ist die Steuerung. Ich muss sie umkehren, die Verstärkung nachjustieren und den Kondensator anschließen. Haltet sie mir vom Leib. Oh, werden wir, werden wir.